Schönen guten Tag. Mein Name ist Tanzverbot. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich 5 oder 6 Tage kein neues Video hochgeladen habe. Das liegt unter anderem daran, dass ein Mensch vor mir steht, den ich euch jetzt präsentieren werde. Wie gesagt, non-script. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Vielleicht fassen wir uns gegenseitig an den Pimmel. Du musst dazu sagen, die mit dir irgendwas weggucken. Hi. Der Excel ist neben mir. Du bist jetzt schon ein paar Tage da. Warte mal, wie lange bist du da? 3 Tage. Heute ist... 3. Heute ist Mittwoch. Oh Junge, das stinkt! Mach die Scheiße weg, du Arschloch! Junge, wie kommst du so weit runter? Oh Mann, hau doch mal ab, der geht mir richtig auf den Sack. Ja, wir müssen das Video jetzt irgendwie auf... Digga, ohne Speich mach schon so ein Messer. Kannst du bitte aufhören, mir an den Arsch zu fassen? Zumal man das nicht mal in der Kamera sieht, also er tut es wirklich für seine eigene Befriedigung. Ja, jedenfalls bin ich jetzt hier mit diesem dicken Typen unterwegs. Das ist natürlich eine... Das ist eine seltene... Das ist ein Fest, ist es. Das ist von Feinländer. Das sieht man Gott sei Dank nicht. Nee, das ist cool, Tommy, ne? Hilfiger? Nein, Bruder, das Kick. 5,49 €. Aber das sieht so aus wie, deswegen, so eine Imitation. Geholt, ja. Mega nice. Das ist auch alles Fake. Das ist auch alles Fake. Damit keiner gesehen. Denkt, dass er jetzt hier der krasse Bonzo ist. Und was ist das jetzt? Ich habe die Cappy geschenkt bekommen von Alex. Bester Mann. Grüße gehen raus an Alex. Ist wirklich ein netter Mensch. An den Hersteller des ersten Stuhles, der mich wirklich komplett aushält, wenn ich mich komplett zurücklehne. Hm. Ja, Wallace, du willst auch noch mit rein, oder? Komm rein. Komm mal bitte. Komm mal bitte, du bist auch ein Grund damit, einer der Gründe, weshalb ich 5 oder 6 Tage keine Videos hochgeladen habe. Komm. Ja, so lange? Ja, das Schlimme ist, hallo, hier ist der Wallace. Alter, das ist so, Junge, ist das einfach perfekt. Man muss verstehen, ich habe gerade einen Schlafrhythmus, ich komme um 7 nach Hause und schlafe bis 20 Uhr, bis 20.07 Uhr, dann schreibt er mir, ey, ich bin unterwegs, hol dich gleich ab und dann muss ich in der Zeit duschen, habe mein Portemonnaie verloren, habe es dann doch nicht verloren. Die Leute, die auf Twitter geguckt haben, die haben gesehen, dass ich es eine kurze Zeit verloren habe. Dann bin ich dreimal zu meinem Auto gerannt. Du musst drin sein, sonst kriegst du das keine Kette. Dann bin ich dreimal zu meinem Auto gerannt und hab's dann gefunden. So, weißt du, und deswegen bin ich an dem einen Tag nicht gekommen. Also bin ich erst so spät gekommen, weil du glaubst nicht, was für eine fucking Panik ich hatte deswegen. Was willst du sagen? Nee, das sagt daran, weil du 1,5 Stunden lang nicht die Tür aufgemacht hast. Ich sag mal so, wenn er dich wieder sieht. Er sagt dir von 45 Minuten, du darfst bloß nicht vergessen, ich habe komplett geschlafen. Also ich lag so im Bett und habe die Nachricht gesehen, dass er schon unterwegs ist. In der Zeit musste ich duschen und das war alle, innerhalb von 15 Minuten war ich fertig. Ich bin jetzt nicht so eine Beauty Queen oder sowas. Dankeschön. Vielen Dank, jetzt wird das Video entmonetarisiert. Oh. Ich bin ja keine Beauty Queen, die sich jetzt hier irgendwie das Arschloch rasieren muss oder sowas, weil ich weiß, du stehst eh darauf. Also ich habe Arschhaare. Ich finde das ganz entspannt, so, wenn ich Langeweile habe, ziehe ich mich manchmal raus. 15 Minuten fertig, dachte der stolz so schön von Schlafen von 0 auf 100 in 15 Minuten und dann finde ich mein scheiß Portemonnaie nicht. Übelst hysterisch überall und dann so, ja, ich muss auch kurz mein Portemonnaie holen. So voll selbstverständlich, dass es auf jeden Fall da liegt. Pustekuchen und ich war übelst schockiert gewesen, weil da ist alles drin, Führerschein, ADAC-Karte. Ich weiß ja nicht, was für Hurensöhne es hier hätten mitnehmen können. Das geht mir über auf den Sack. Ja, es geht mir über auf den Sack. Mann, wie sollen wir denn jetzt hier noch 7 Minuten umkriegen? Ich will 3-mal Werbung rufen. Ja, ja. Ah, schön am Alex rumschreien. Ey, da ist der Dönerladen, wo wir eben essen waren. Der hat noch offen. Dönerladen ist sehr interessant. Hey, aber wenn der Wallace nicht das nächste Mal... Koma, willst du auch noch reinkommen? Ich lade das auf mein Video hoch. Lade das auf mein Video hoch. Wenn der Wallace, ich hab einen Schädel auf mein Video. Wenn der Wallace sich das nächste Mal abhält, ne? Damit geht's schneller. Ja. Geil. Wir machen immer. Mann, was, warum machst du? Nein. Warte, nee, damit geht's schneller. Wir machen immer ohne. Aber was? Klein? Ja. Aber Statement kommt. Kann man das sehen? Ja, danke schön. Zeig ja schön die Kondome entmonetarisiert. Das ist nur klein. Koma Kassone am Start. Der weiß. Lampenfieber, aber. Wieso hast du Lampenfieber? Mann, was soll dabei passieren? Das ist ein ungeschnittenes Video. Das ist unter Druck, Alter. Das wird so hochgeladen. Du musst jetzt so perfekt sein. Auf Anhieb. Sag mal irgendwas. Koma Carsten, abonniert den irgendwo. Hier, den Excel 95 kennt er wahrscheinlich sowieso die meisten von euch. Wollte nur sagen, ich kann meinen Arm nicht mehr halten, obwohl es der Wichsarm ist. Ich bin keine 0815 Beauty-YouTuberin, die sich... Muss ja trotzdem halten. Was? Ja, aber nur so. Ich bin keine 0815 Beauty-YouTuberin, die sich die Fresse mit Rossmann-Schminke vollkleistert in 10-minütigen Videos und 5-mal Videos... Halleluja, mein Gott, der ist so... Wie kannst du so schnell so viele Dinge aufzählen, obwohl das einfach spontan gekommen ist? Mann, das ist so krass. Ja, ist scheißegal. Wir bleiben einfach nochmal im Vordergrund. Wir schneiden das einfach raus. So, wir werden uns jetzt langsam verabschieden, denn ist es tatsächlich schon... Welche Uhrzeit haben wir jetzt? Es ist 4 Uhr nachts. Guck mal, um 4 Uhr nachts und alle... Grüßen. Ja. Michelle, du bist einfach nur unehrenhaft, ja? Ich habe vorhin auf Instagram geschrieben, hey, will jemand mit mir kuscheln in meinem Hotelzimmer? Ich bin alleine. Gut, der Carsten pennt da, ja, aber trotzdem, das ist scheiße. Das war der Maul halten, bitte. Das ist ein wichtiges Thema, worunter wir alle gelitten haben. Es geht um Michelle. Es geht um Michelle. Es geht um Michelle. Ich zeig mit dem nackten Zeigefinger auf dein fettes Arschloch. Es geht um Michelle.
Die Michelle, die hat mir dann daraufhin geschrieben, Ex, ich würde gerne mit dir kuscheln dann, weil ich ja gefragt habe, so, wer hat Bock? Wir sind die Zeugen. Auf Instagram. Ist auch ein echtes Profil tatsächlich. Ja, die hat einen Freund, die hat gemeint, es ist eine offene Beziehung. Da habe ich gesagt, okay, komm vorbei an Alex, wir sind hier am Döner-Dings. Verdammt nochmal, und wir alle haben darunter gelitten. Wir waren alle Zeugen. Das Profil, das Profil ist auch einfach real. Und das ist so eine, ich würde sie jetzt gerne beleidigen, hier dieses weibliche Intimteil, was ich so geil finde, woran ich gerne rumspielen würde. Melaui. So, keine Ahnung, was Vagina. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, das ist eine Vagina, genau. Aber in diesen Ausdruck. Ey, was hast du denn? Du bringst mich voll durcheinander. Mann, ich hab voll Lampenfieber, weil deine Lampe ist. Michelle, ich will jetzt nicht sagen, dass du eine Hure bist, ja? Aber das war. Es war einfach absolut scheiße, weil du. Weil, Mann, was willst du denn jetzt? Der Einzige, boah, das ist so ein unnötiger Hund jetzt, ganz ehrlich, Alter. Komm, nimm mir deine scheiß dreckige Bahn und verpiss dich, du Arschloch. Ey, da steht ein Bananamobil. Ja, da kannst du hin, da gehörst du hin. Tust die ganze Zeit so, als ob du nach Hause fährst. Da ist dein Schlafsack, du Penner. Parkhaus. Mein Gott. Es geht einfach nur darum, es wurde hier also auch so spaßhaft für das Ganze hier sehen. Ey, Mann, dieses Mädchen hat wirklich mit seinen Gefühlen gespielt und wir haben hier drei Stunden haben wir hier gewartet. Zu zeigen, der Döner war nicht gut, ja? Hä? Hey, Junge, das ist der wahrscheinlich bekannteste Döner in Berlin. Du machst Werbung gerade. Na und? Dann war halt scheiße. Gut, wir durften aber hier sein. Und verdammt nochmal, die haben Pizza bestellt und die Pizza. Wallace, komm mal bitte kurz her. Wir gehen nicht auf 9 Minuten, keine Sorge. Wir haben uns eine Pizza geteilt, weil ich Diät mache. Oh, Junge. Das war eine Tiefkühlpizza. Die erstmal aufs Objektiv, die drei, Alter. Das war eine Tiefkühlpizza. Die haben eine Pizza bestellt und nach einer Minute war sie fertig. Und dann kam der Pizzamann so und man hat es gerochen. Ich als Tiefkühlpizza-Spezialist habe das sofort gerochen mit meiner empfindlichen Nase und. Habe festgestellt, das ist einfach verdammt nochmal eine Tiefkühlpizza. Für 7 Euro. Für fucking 7 Euro bei einem Döner. Hier, das ist der zentralste Ort, den man sich vorstellen kann. Und es war 7,50 Euro Pizza. 7,50 Euro für eine Tiefkühlpizza, wo man drei Stück für 3,20 Euro bekommt. Es war keine Wagner, keine Dr. Oetker, es war so 3,49 Euro. Maschini von Aldi, Alter. Drei Stück? Diese großen Kartons, wo so drei Stück in einer. Und da haben sie hinten schön hier mit einem grinsenden Gesicht holen sie denn da aus ihrer 8 Meter Tiefkühltruhe die Fertigpizza raus, die für die 1,20 gekostet hat und machen jetzt hier so Faxen für 7 Euro. Das habe ich noch nie gesehen. Aber das ist auch gar nicht der Grund des Videos. Wir wollten uns jetzt hier nicht über den Döner aufregen. So. Wir durften hier wenigstens chillen. So. Wir haben hier drei Stunden geschillt und die haben nichts gesagt. Wir haben ein, zwei Mal trinken gekauft, natürlich, aber wir durften hier trotzdem chillen und ein bisschen laut sein. Und das mit Michelle, das ist einfach, also wenn du wirklich ein echtes Mädchen bist, ich spuck auf dich. Nein, auch wenn es, also wir meinen das jetzt absolut Real Talk. Du hast mit den Gefühlen gespielt. Dieser Mann, ich suche wirklich eine Freundin, meldet euch bei mir auf Instagram. Ich will euch nur kurz was zeigen. Film mal hier drauf, bitte, auf meine Brust. Ich weiß nicht, ob man die richtig sieht. Ich meine, alleine jetzt hast du locker schon 20 Nachrichten safe. Nein. Excel95 auf Instagram einfach suchen. Wenn ihr wirklich Interesse habt, ist auch ein wenig. Wir müssen gleich mit der Wahrheit ins Gesicht. Mit der Wahrheit hier. Ja. Ist auch ein bisschen korpulenter, ist groß. So viele Mädchen wünschen sich groß. Guck mal, ich weiß nicht. Also 1,85, 1,86 ist er groß, ist wirklich groß. Die Justin Bieber-Haare kommen bald weg. An den Seiten. Und entmonetarisiert. So, Herr Newstime, Kilian hat richtig Beef mit Drachenlord. Rainer fordert ihn zum. Ja, ist gut. Okay, ich werde das Video jetzt ausmachen, weil das sonst auf die 10 Minuten zugeht. Und ich möchte das nicht, weil ich das am Anfang schon getriggert habe. Und es wäre scheiße, wenn es jetzt wirklich auf 10 Minuten geht. Also, wir meinen das wirklich ernst. So, Michelle, du hast wirklich mit seinen Gefühlen gespielt. Du bist ein Doppelmittelfinger. Oh, der habe ich es gegeben. Habe ich es dir gegeben? Alles klar. Doppel mein Pickel am Sack, der richtig prall gefüllt ist. Doppel den. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Nein. Wir sehen uns. Danke, dass ihr dieses Video gesehen habt. Danke, dass ihr so lange auf... Mahlzeit! Boah, ist der fett. Meldet euch wirklich bei ihm. Das ist wirklich ein netter Mensch. Er ist vielleicht ein bisschen übergewichtiger als normale Übergewichtiger, aber er ist ein netter Mensch. Ich liebe euch ganz doll. Ciao.